Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sally Face. Und in der letzten Folge haben wir ein bisschen was von Larrys Geschichte erfahren, dass sein Vater urplötzlich verschwunden ist, aber er sich hundertprozentig sicher ist, dass er nicht gewollt seine Familie verlassen hat. Und Sally will jetzt Larry beweisen, dass es doch spukt, und er redet von einer Megan. Und ich vermute mal, dass Megan ein Geist ist. Und sie ist im Badezimmer. Und da sind wir jetzt stehen geblieben. Und da werden wir jetzt einfach auch mal gucken. Mal schauen. Schlafzimmer. Da komme ich nicht rein. Ja, ist auch klar. Ist ja auch was vor. Da, wo die Hände waren. Der fünfte Stock hat auch schon bessere Tage gesehen. Psst. Was? Warte kurz. Megan, bist du hier? Hallo? Ich möchte, dass du meinen Freund Larry kennenlernst. Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas ist, Kumpel. Vielleicht hat sie Angst. Sie ist ziemlich schüchtern, obwohl ich konnte sie schon länger nicht mehr herauslocken. Ich hoffe, es geht ihr gut. Du kommst also in diesen schimmeligen Badezimmer, um mit einem toten Mädchen zu sprechen? Wie oft kommst du hierher? Ich habe schon ein paar Mal mit ihr sprechen können, aber wie bereits gesagt, scheint sie in letzter Zeit nicht mehr hier zu sein. Larry, ich bin nicht verrückt. Ich werd's dir beweisen. Hey, ich hab nie behauptet, dass du verrückt bist, Kumpel. So seltsam es auch klingen mag. Ich glaub dir. Du bist mein bester Freund. Und wenn es mir nur irgendwie dabei hilft, meinen Vater zu finden, ist... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir sie heute sehen könnten. War nur so ein Gefühl. Alter! Weißt du, wenn du davon erzählen solltest? Todd! Er ist das vielleicht klügste Kind, das ich kenne und interessiert sich genauso wie du für übernatürliche Dinge. Er kann dir sicherlich helfen. Todd? Im Ernst? Ich hätte nie gedacht, dass er sich für sowas interessieren würde. Er wirkt immer so... Normal? Rational? Ja, genau so. Okay, dann werde ich mit ihm sprechen und schauen, was ich rausfinden kann. Gut, ich gehe wieder runter und schaue, wie es meiner Mutter geht. Meld dich, wenn du was findest. Geht klar. Okay, Megan haben wir also jetzt nicht gesehen. Schade eigentlich auch. Wir gehen aber trotzdem noch mal bis hier zum Ende. Aber hier passiert nichts. Gehen wir mal in die Quest. Sprich mit Todd im Raum 202. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal mit dem Lift in den zweiten Stock. Und schnacken noch mal mit Todd. Sally Face. Ach so, das ist ein ganz anderer. Oh Gott, ja, Entschuldigung, Leute. Oh Gott, mir gehen die Stimmen aus. Ich weiß nicht mehr. Tut mir leid, dass es gedauert hat. Ich bin gerade fertig mit Ashleys Nachhilfe. Kennt ihr euch schon? Hey, ich bin Ash. Oha, Sally hört die Englein singen. Du bist Sally Face, stimmt's? Ich hab schon so viel über dich gehört. Ich, über mich? Wirklich? Ja,
Nur Gutes, versteht sich. Ich freue mich so, dich endlich zu treffen. Mich auch. Dich auch. Ich meine, es freut mich auch, dich kennenzulernen. Ich würde liebend gern bleiben und weiter quatschen. Aber ich muss los. Danke für die Nachhilfe. Beziehungsweise danke für die Hilfe, Todd. Kein Problem. Nächste Woche ist Algebra dran. Klingt super. Bis später, Jungs. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, Sally Face. Ja, das wäre toll. Schönes Wochenende, Jungs. Dir auch. Geht's dir gut, Sal? Du wirkst so nervös. Oh, ja, mir geht's gut. Ich bin ganz ruhig. Okay, was führt dich zu mir? Ash wirkt nett. Ist sie auch in der 9. Klasse? Wie ist sie so? Sie heißt Ashley Campbell. Sie ist in der 9. Klasse wie wir und eigentlich ziemlich nett. Sie tut sich schwer in Mathe, also gebe ich ihr schon seit ein paar Wochen Nachhilfe. Im Gegenzug hilft sie mir gelegentlich bei unserer Kunsthausaufgabe. Klingt ja nach einem richtig guten Freund. Das hoffe ich doch, aber du bist sicher nicht hergekommen, um über Ashley zu reden, oder? Was gibt's? Oh, stimmt ja. Ich sehe tote Menschen. Ich brauche deine Hilfe. Glaubst du an Geister? Okay, ich sehe tote Menschen. Meinst du Mrs. Sanderson? Nein, etwas anderes. Das Gebäude wird von Geistern heimgesucht. Und über genau diese Mächte möchte ich mehr erfahren. Ah, verstehe. Oh, die Mutter von unten aus dem Keller, die hört man bis hierhin husten im 2. Stock. Der scheint's wirklich richtig schlecht zu gehen. Was hört man denn da noch? So ein Lachen hört man. Man hört sie husten und man hört noch ein Lachen. Ich brauche deine Hilfe. Danke, dass du mir alles erzählt hast. Ich denke, ich werde dir bei der Ergründung das Übernatürliche weiterhelfen können. Ich selbst habe die Vermutung, dass ein paranormales Wesen in meinem Badezimmer wohnt. Was? Echt? Ja, es ist durchaus bemerkenswert, dass sowohl Megan als auch mein Geist im Badezimmer erscheinen. Wie dem auch sei, die Wasserrohre könnten ja als eine Art Leitung fungieren. Das ist jedoch nur meine Spekulation. Hast du das Steckmodul bei dir? Ja. Perfekt. Lass uns das Badezimmer erforschen. Was machst du normalerweise, um Megan zu beschwören? Leuchtet der Gearboy immer, wenn sie da ist? Nicht immer. Meistens rede ich einfach mit ihr. Dann kommt sie. Oder halt nicht. Okay, versuch's genauso hier. Und mit etwas Glück können wir einen Geist beschwören. Hallo, ist noch jemand bei uns? Wir wollen dir nichts tun. Wir sind ganz harmlos. Hallo, ist da jemand? Es passiert nichts und der Gearboy leuchtet auch nicht. Ich habe eine Idee. Zeig mal her. Ich glaube, ich kann dein Gearboy so verbessern, dass wir damit Geister leichter finden. Cool, klingt gut. Ich brauche zwei Dinge, um die Verbesserung vorzunehmen. Als erstes brauche ich etwas, um die Aufnahmefähigkeit des Geräts zu verstärken. Zweitens etwas, um seine elektrische Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Also eine Antenne und Batterien.
Richtig. Bring's in mein Zimmer, wenn du fündig wirst. Okay. Eine Antenne und Batterien. Wo soll ich denn das denn jetzt? Also eine Antenne könnte ich vielleicht noch draußen finden. Oder irgendwie beim Fernseher, wo Gizmo guckt. Todds Zimmer. Todds Eltern sind da drin. Ich möchte sie nicht stören. Jetzt weiß ich, was das Gelache ist. Oh mein Gott. Bob. Okay. Bob. Ich mag deinen Fisch. Das ist Bob. Er ist okay. Meine Eltern meinten, ich bräuchte mehr Natur in meinem Umfeld. Als Gegengewicht zu all dieser Technik. Okay. Reden wir noch. Passt das für den Empfang? Passt das für den Strom? Bin gleich zurück. Mal gucken. Passt das für den Empfang? Keycard Funkgerät. Die Antenne ist ein bisschen zu kurz für unsere Bedürfnisse. Okay, dann gehen wir. Okay, dann gehen wir mal auf die Suche. Ich würde sagen, wir gehen einmal erstmal. Wir gehen nochmal zu Larry. Mal gucken. Im Ernst? Wer lässt denn seine Klamotten hier? Das hatten wir schon. Fundsachen. Ich brauche davon jetzt nichts. Bist du dir da wirklich sicher, dass du da nichts brauchst? Sprechen wir nochmal mit Chuck. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass sie deine Freundin ist, aber mir jagt sie immer noch einen Schrecken ein. Meistens bin ich ohnehin in meinem Zimmer. Schon mal einen Dämon mit roten Augen gesehen? Was? Zum Teufel, nein! Willst du, dass ich Albträume kriege? Man sieht sich. Bis später. Okay. Larry, wir... Hier ist eine Antenne, hier wäre eine Antenne. Kann ich hier irgendwas öffnen? Irgendeinen Schrank? Nee, kann ich nicht. Hier kann ich auch nichts. Gehen wir mal in Larrys Zimmer. Da ist doch eine Antenne. Wie geht's deiner Mutter? Ja, das wird schon wieder. Der Wechsel der Jahreszeiten setzt sie immer zu. Es ist nur eine Erkältung, nichts Schlimmes. Ich komm später wieder. Hasta la vista, Sally. Nach draußen gehen. Gehen wir mal. Gehen wir mal zum Baumhaus. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes im Baumhaus. So. Können wir nicht aus dem Radio irgendwie Batterien nehmen? Schrank. Ah ja, die komische Box, nichts Nützliches. Hier ist aber auch nichts weiter, was wir irgendwie nutzen können. Finde Gearboy-Verbesserung. Okay.
Wo kriegen wir denn jetzt eine... Also, vielleicht von dem Edison kriegen wir was hin? Kriegen wir was? Ich weiß es nicht ganz genau. Wir gehen am besten mal in den ersten Stock. Weil mit Larry ist ja gerade nichts anzufangen. Oh, Moment. Ach, Leute, guckt euch das Bild mal an. Das ist ja toll. Die Mutter, Larry und Sally hängen jetzt im Wohnzimmer. Das ist ja cool. Also, der ist schon voll mit in der Family drin. Das finde ich cool. Aber die Mutter hat ja auch gesagt, dass die sich mit Sicherheit gut verstehen werden. Und das war ja auch auf Anhieb so. So, wir gehen mal hier hin. Hier ist aber auch nichts, das wir irgendwie anwählen können. Verlassen können wir auch nicht. Wir fragen nochmal den Mr. Edison. Wie kann ich dir helfen, Sir? Okay. Guten Tag. Okay. Mrs. Gibson. Ich glaube, Mrs. Gibson bringt mich um, wenn ich sie nochmal störe. Okay, dann gehen wir mal zu Frau Rosenbergs Wohnung. Vielleicht kann die uns weiterhelfen. Nein, das ist auch nichts Neues. Und da wohnt niemand. Okay, also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wirklich wieder die Stockwerke durch. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Da macht sowieso keiner auf. So. Ach, hier war Todd zu Hause, ja. Aber hier war ja auch nichts. Woher soll ich denn Batterien und eine Antenne? Besonders, der eine hatte doch eine Antenne. Oder sollen wir die Eltern stören? Die machen bestimmt gerade ein Geschwisterchen. Für Todd. Todd wird sich freuen. Die sind ausgezogen, nachdem das mit Charlie passiert ist. Hier ist Charlies frühere Wohnung. So. Ist hier irgendetwas? Nein, hier ist auch nichts. Mann, da drin stinkt es immer noch. Da gehe ich bestimmt nicht rein. Okay, da will er nicht reingehen. Ja, 204, weiter ging es ja nicht, ne? Das war ja die letzte Wohnung, genau. Okay, dann gehen wir mal ins dritte Stockwerk und sonst müssen wir mal die Mutter fragen. Von Larry. College-Studenten. Sie scheinen sehr beschäftigt zu sein. Ich sollte sie besser nicht stören. Davids Wohnung. Was geht, Kumpel? Okay, der sagt auch nichts. Man sieht sich. Chuck ist im Keller und seine Eltern arbeiten am Wochenende. Niemand zu Hause. Also ich denke glatt, dass uns das wohl gar nicht an... War ich jetzt in 3? Ich war jetzt in 3, ne? Dann gehen wir mal... Roberts Wohnung? Er ist nicht zu Hause. Okay, dann gehen wir mal in unsere. Ey, Gizmo, hör mal auf, Fernsehen zu gucken. Und, was ziehst du dir rein, kleiner Freund? Okay. Gibt es hier wirklich überhaupt nichts? Gar nichts? Nix? Überhaupt nichts? Kann auch gar nicht sein. Irgendwo müssen wir doch die Antenne und die Batterien kriegen. Gehen wir mal in unser Zimmer.
Hier sind Tabletten. Aber hier ist keine Antenne. Alter, irgend so ein Action. Schnickschnack, zieht er sich rein. Hey, Papa. Keine Zeit zu reden, Sir. Ich muss das noch für die Arbeit morgen fertig machen. Okay. Da unten liegen, glaube ich, immer noch Packungen von Schlaftabletten. Also er scheint immer noch nicht richtig schlafen zu können. Nach dem Tod seiner Frau. Also hier bei uns ist also auch nichts. Das war die Wohnung, wo der Mord passiert ist. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwer wohnt. Wahrscheinlich sind sie ausgezogen, nachdem das nebenan passiert ist. Ja, okay. Dann bleibt uns eigentlich nur noch in den fünften zu gehen. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir mal Lisa fragen, die Mutter von Larry. Versperrt. Okay. Hier war... Aber was ist hier? Hier muss doch irgendwas passieren. Bestimmt passiert es auch noch. So, dass ich mich dann wieder verjage, ich kleine Schisserin. Da komme ich nicht rein. Hier saß doch der Obdachlose. Obwohl, kann man ihn eigentlich obdachlos nennen, wenn er... Naja, eigentlich ja schon. Es ist ja nicht sein fester Wohnsitz. Okay. Tja, Leute, ich habe jetzt alles durch. Also mir fällt jetzt eigentlich wirklich nur noch Larrys Mutter Lisa ein. Weil sonst wüsste ich wirklich nicht, wo ich noch gucken sollte. Hier gibt es ja auch eine Antenne. Wir fragen mal Lisa. Ob wir sie fragen können, weiß ich nicht. Kann ich irgendetwas für dich tun? Mach dir wegen mir keine Umstände, Sir. Larry kümmert sich gut um mich. Okay. Ja, aber. Finde Gearboy-Verbesserung. Sally Face! Larry Face! Okay. Also ich bin ehrlich gesagt jetzt ein bisschen überfragt. Wie geht's deiner Mutter? Das hatten wir ja aber alles schon. Komm später wieder. Stereoanlage. Hast du einen neuen Song von Sanity's Fall aufgenommen? Oh, bitte nicht. Ja, Mann. Willst du's hören? Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Ja, kommt, Leute. Singen wir uns rein. Da ist aber eine Antenne. Sehe ich gerade. Larry, kannst du uns hier nicht ausborgen? Ja, das wird schon wieder. Der wechselt. Achso, ja. Komm später wieder.
Dragging, Mann. Okay. Jetzt gehen wir wieder rein. Können wir die Antenne, Stereoanlage hören? Vielleicht später. Wenn du den Song hören möchtest, gib einfach Bescheid. Larry, wir möchten bitte deine... Gib mir doch irgendwas. Aber das ist genau das, was er gezeichnet hat, ist genau das, was wir gesehen haben. Den Hund am Baum und dann die Leute, die am Grab stehen. Aber ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfragt, Leute. Also ich sehe ja zwar Antennen, aber die Frage ist auch... Finde Gearboy. Verbesserung. Aber hier ist nichts. Also, na, die Antennen und so. Ich sehe schon ein paar Antennen, aber... Snackautomat. Der ist immer noch leer. Genauso wie sein Bauch. Das brauchen wir auch nicht. Ich brauche davon jetzt nichts. Wäsche. Kannst du die Wäsche nicht durchsuchen? Nee. Das ist echt komisch. Ich wüsste sonst echt nicht, was ich machen soll. Ich kann natürlich nochmal zum Baumhaus gehen, aber ich wüsste nicht, was es bringen soll. Weil ich war ja schon im Baumhaus und aus der Truhe nimmt er ja nichts mit. Ach so, dann mussten wir ja in Larrys Zimmer. Wir gehen jetzt einfach nochmal raus. Geschweige denn, warum fragt er ihn nicht? Die Stereoanlage hat eine Antenne oder sein Polizeifunkgerät, Abhörgerät. Ich weiß nicht, irgendwie... Aber hier habe ich auch so das Gefühl, Leute, dass da auch nochmal was passieren wird. Weil hier ist die Musik so ruhig und idyllisch. Und die ganze Zeit passiert nichts. Und irgendwann werde ich bestimmt da langlaufen und es passiert irgendwas. Wir brauchen Batterien. Verlassen. Foto. Schrank. Nichts Nützliches. Truhe. Foto. Warum können wir uns das Foto noch angucken? Aber hier ist nichts. Leute. Also zumindest nichts, was ich anwählen kann. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Wir brauchen Batterien und wir brauchen eine Antenne. Aber ich habe ja die Leute schon angesprochen und alles, was jetzt grau hinterlegt ist, haben wir ja schon mit dem besprochen. Also deswegen das Stereoanlage. Müssen wir uns den nochmal anhören, den Song? Bis zu Ende? Vielleicht ist das der Trick. Kommt, Leute, wir ziehen uns den rein. Das Headbanging. Und dann. Aber da ist oben ein Plattenspieler drauf, oder täusche ich mich? Der hat zwei Kassettenfächer und das ist eher. Also vielleicht. Der hat oben auf jeden Fall so einen Plattenspieler noch. Und ein CD-Fach.
hat der auch. Also der hat 3 in 1. Also nicht schlecht. Solche Dinger sind gar nicht mehr so leicht zu kriegen für Frau. So ein Multigerät. Ich sammle jetzt irgendeinen Schnickschnack, um so ein bisschen die Musik zu übersappeln. Es tut mir auch leid für die Leute, die Metal Mark mögen. Und ja. Das vielleicht sogar hören wollen. Ja. Ach ja, so ist das. Das war ja bei der ersten Episode auch so, dass sie irgendwann aufgehört haben. Nachdem das zu Ende war. Und darauf plädiere ich jetzt, dass da irgendwas oder dass das durch vielleicht irgendwas durchbrennt. Ich hoffe. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es zu laut irgendwann und die Stereoanlage brennt durch und dadurch braucht er die Antenne nicht mehr. Oh, besonders, ganz ehrlich Leute, das muss so in den Nacken gehen. Dieses Headbanging. Na? Okay, ja. Jumps. Haben wir es gleich geschafft? Würde mich ja interessieren. Hallo. Ist das auch bald zu Ende? Es ist zu Ende. Es ist nichts passiert. Toll. Also habe ich es mir umsonst reingezogen. So ein Cheat. Wie geht's deiner Mutter? Ja. Komm, spielt er wieder? Stereoanlage. Nein. Nee, ich will den nicht hören jetzt. Ich möchte eigentlich... Ich möchte eine Antenne haben. Und Batterien. Sowas wirst du doch haben hier. Ey, sorry Leute, dass das für euch gerade jetzt nicht so spannend ist. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich noch suche. Vielleicht habt ihr das schon längst gesehen und ich hab's übersehen. Aber ich bin ja wirklich von Stockwerk zu Stockwerk gegangen. Sie redet ja auch nicht, sie ist krank. Mit dieser Truhe können wir auch nichts machen. Was mich mal interessieren würde, so. Nee, so. Können wir auch nichts machen. Wir reden jetzt einfach noch mal. Überfliegen das ja, weil das Graue, das kennen wir ja alles schon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder irgendwas noch triggern müssen oder so. Ich habe keine Ahnung, weil wo soll ich sonst... Das ist diese blöde Schrulle da. Ja, wie lange leben sie hier? Jetzt fängt sie wieder an zu schwafeln. Das haben wir ja alles schon gelesen. Das werde ich jetzt alles überspringen. Bla bla. La la. Die Edisons. Bla bla. La la. La la. La la. La la. Ups. Oh nein. Sorry, Leute.
Ah, jetzt war ich zu schnell. Ja, das kennen wir alles schon. Ja. Geist, da. Auf Wiedersehen. Also selbst... Aber hat... Sally Face. Larry Face. Die sagen aber auch nichts. Ja, Mr. Edison sagt, ja, wie kann ich dir helfen? Kameras, lalala. Überwachungssystem. Dann haben sie einen Geist gesehen. Das haben wir einen alles schon gefragt. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist bestimmt ganz einfach, Leute. Und ich sehe das wieder nur nicht. Aber hier beim Briefkasten kann ich auch überhaupt nichts anwählen. Rausgehen kann ich diesmal aus dem Apartment auch nicht. Und weiter nach da komme ich nicht. Also muss es ja schon irgendwas entweder im Baumhaus sein oder mit den Leuten. Weil... Das macht mich irgendwie alles ein bisschen... Ja, okay. Gehen wir einfach noch mal zu Todmann. Todd, kannst du uns nicht helfen? Für den Empfang. Diese Box ist ja hochinteressant, aber ich befürchte, wir brauchen etwas Längeres und Schmaleres. Keycard. Die Karte hat zwar einen Magnetstreifen, aber der hilft uns hier auch nicht weiter. Ja, Funkgerät ist zu kurz. Passt das für den Strom? Keycard. Die Karte ist zwar mit einem Magnetstreifen, aber das hilft uns hier auch nicht weiter. Funkgerät. Och nö, leck mich. Echt jetzt? Ja, die Batterie des Funkgeräts eignet sich hervorragend. Gut mitgedacht, Sally. Tja, jetzt brauchen wir nur was für den Empfang. Die Antenne ist ein bisschen zu kurz für unsere Bedürfnisse. Diese Box ist hochinteressant, ja. Nee, das bringt nichts. Bin gleich zurück. Aber jetzt müsste... Ja, genau, jetzt haben wir das Funkgerät nämlich nicht mehr. Okay. Aber vielleicht ist es jetzt getriggert, dass wir jetzt ach Gott, der kleine Todd. Wie niedlich. Was wollte ich jetzt sagen, dass Larry halt uns jetzt hier die Antenne oder so gibt. Wäre zumindest ganz klasse. Das hat gerade so komisch lange gedauert. Sich was verändert? Wie geht's deiner Mutter? Ich komm später wieder. Stereoanlage. Nee, ich will den jetzt nicht hören. Ich möchte deine Antenne haben! Larry, verdammt! Oder gib mir die Antenne. Die kriegst du ja auch wieder. Nee, echt jetzt? Echt jetzt? Ich habe jetzt wirklich nur F gedrückt.
Obwohl da nichts stand mit dem Funkgerät. Ich habe nur gedacht, weil da nichts stand, dass man das auch nicht auswählen kann. Oh. Hey, kann ich mir die Antenne ausborgen? Ja, ist okay. Sorry, Leute, jetzt bin ich schon voll raus hier. Ja, ist okay. Na toll. Ich suche mich hier dumm und dämlich. Und ich quatsch noch die ganze Zeit. Hey, das könnte ja voll uns was bringen. Wo wohnte der Todd denn? 202? Oh. So, dann geben wir dem jetzt die Antenne. Nee, nicht zu den Eltern. Dann geben wir dem jetzt die Antenne und dann ist gut. So. Antenne. Ja, das ist genau das Richtige. Mit den zwei Komponenten, die du mir gebracht hast, und meiner eigenen Ausrüstung kann ich die Verbesserung an dem Gearboy vornehmen, die ich bereits erwähnt habe. Gib mir einen Moment. Okay, alles fertig. Sieh ihn dir an, den Super Gearboy. Cool. Keine Sorge, du kannst immer noch Spiele damit spielen. Nur wenn du das komische Steckmodul reingibst, kannst du Geister jagen. Hey, super. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Unglücklicherweise habe ich ein paar Extrateile vom Funkgerät gebraucht. Der Rest war nicht mehr zu retten. Ich hoffe, es macht hier nichts aus. Larry wird das gar nicht freuen, aber ist okay. Es ist für einen guten Zweck. Großartig. Also für die besten Ergebnisse musst du die Antenne ganz ausfahren. Um das zu machen, drück die Shift-Taste. Der Bildschirm leuchtet auf, wenn du dich einer paranormalen Quelle näherst. Während dem Leuchten drück die R-Taste für eine elektrische Entladung. Wenn meine Theorie stimmt, wird der Stromschlag genug Energie erzeugen, um Geistererscheinungen und noch anderes Übernatürliches sichtbar zu machen. Okay, ich glaube, ich habe das Wesentliche verstanden. Ich schlage vor, dass wir es in meinem Badezimmer ausprobieren. Klingt gut. Wenn du bereit bist, drücke Shift, um den Super Gear Boy hochzuhalten. Okay. Okay. Und jetzt R. Vielleicht sollte ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hat geklappt. Heiliges Kanonenrohr. Hallo, was ist denn? Ich dachte nie, dass er sie töten würde. Ich, das ist alles meine Schuld. Wen? Stacy und ihre Tochter. Oh Gott, warum musste ich mich in eine verheiratete Frau verlieben? Man sollte immer seinem Herz folgen. Du bist wohl ein Romantiker wie ich. Es einmal war. Es ist nett, dass du das sagst, aber ich weiß es besser. Wir möchten dir helfen. Wieso hast du diesen Ort nicht verlassen? Wir können nicht fort. Was meinst du damit? Könnt ihr nicht loslassen? Was hält euch hier? Hast du einen Dämon mit roten Augen gesehen? Kannst du uns irgendetwas... Nein! 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 Was? Was ist? Er ist hier! Wer? Der Rotäugige, der Stacy und ihre Tochter umgebracht hat? Ich muss gehen. Es tut mir leid. Okay. Sehr, sehr verrückt. Das war eine plastische Geistererscheinung. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Geht's dir gut? Ja, alles okay.
Es ist eine Sache, über das Übernatürliche zu lesen und Theorien darüber zu entwickeln und eine andere es mit eigenen Augen zu sehen. Ich weiß, was du meinst. Das muss man erstmal verdauen. An die Arbeit. Ich hätte schon genug Aufregung für heute. Ich werde hier bleiben und etwas recherchieren. Ich werde die Vergangenheit der Edison Apartments durchleuchten und schaue, ob ich etwas über frühere Mieter und etwaige Morde finde. Das ist echt hilfreich. Während du das machst, suche ich mehr übernatürliche Orte. Perfekt! Oh, übrigens ist mir aufgefallen, dass das Steckmodul Selbstspannung hat. Das solltest du mal näher anschauen. Ich wollte gerade sagen, hä, Leute, was ist denn nun los? Ich kann mich gar nicht bewegen. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt hier diese Folge. Ja, und meine Güte, kann ich euch sagen. Ja, erstmal sorry, Leute, dass das so lange gedauert hat. Aber ganz ehrlich, es stand ja nichts da. Ich habe ja gedacht schon so von wegen, ja, die Antenne könntest du benutzen, entweder von der Stereoanlage oder von dem Funkgerät, also von dem Polizeiabhörgerät. Aber ich stand da jetzt so zufällig vor und habe das angewählt. Daher, dass das da nicht stand wie Funkgerät oder so, das Wort, habe ich nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Aber okay, shit happens, Leute, ist jetzt passiert. Aber wie gesagt, ich beende jetzt hier diese Folge und in der nächsten Folge gehen wir dann mal auf Geisterjagd. Mal gucken, wen wir alles so treffen, ob wir noch Megan finden und das Larry zeigen können und was wir herausfinden über die Morde, die hier in den Apartment alles so passiert sind und was auch mit Mrs. Sanderson passiert ist und was das für ein Dämon ist mit roten Augen und überhaupt. Aber wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit der Geisterjagd. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.